Ja, man muss so leben, dass man eine Freude hat, aber die anderen sollen auch Freude haben. Das ist mein Prinzip, alle sollen eine Freude haben. Aber das heißt, dass man auch arbeiten muss, man muss was tun dafür. Zu mir hat ein alter Bekannter gesagt, man braucht im Leben drei Sachen. Sein, Schein und eine Menge Schwein. Nicht sein, ich muss was arbeiten, dann brauche ich einen guten Schmäh, das ist wichtig. Auch mit anderen in Kontakt zu kommen, auch um anderen eine Freude zu machen. Und dann viel, viel Glück braucht man. Das ist das. Aber mir ist wichtig, dass ich den anderen auch Freude mache. Ich habe sogar, ich wollte als Kind immer werden, so ein Clown oder irgend sowas. Ja, das hat mir gefallen, andere Leute zu erfreuen. Ich glaube, ein guter Wissenschaftler ist auch ein bisschen ein Clown. Einer, der den anderen Freude macht, der was arbeitet, arbeiten muss man. Nur mit Schmäh allein kann man nicht leben. Man muss fleißig sein. Das war ich eh. Ich war in der Schule sehr faul und schlecht. Dann auf der Uni war ich dann fleißig. Das war für mich wichtig, dass ich das mache, was mir Freude macht. Das hat mir Spaß gemacht. So forschen. Ich habe Archäologie studiert. Das hat mir Spaß gemacht. Ja, das wissen wir nicht. Der Einstein, den haben sie mich gefragt, was war vor dem Urknall, nicht? Bevor die Welt entstanden ist. Da hat er gesagt, das weiß nur der Alte. Wissen Sie nichts, vielleicht gibt es ja den Alten, vielleicht gibt es ja den Gott, den lieben Gott. Ich glaube immer, dass es ein bisschen was gibt, irgendwas wird schon stimmen. Die Religionen haben alle eher ein bisschen recht, weil ja das Einzigartige der Welt ist ja das fasziniert. Es gibt keinen zweiten Planeten, der so wie unser ist. Der Pascal meint, dass wir ein Spielzeug Gottes sind. Dass Gott so was eingesetzt hat und Regeln, Gesetzmäßigkeiten da verpflanzt hat und denkt sich, was kommt da raus? Und das ist ja wirklich komisch. Nicht? Da gibt es die Welt und dann entstehen die einzelnen Arten und dann kommt der Mensch. Was macht der daraus? Oder wir sind ein Computerspiel von einer höheren Macht. Ja. Sagt der Pascal so ähnlich. Sie müssen was tun. Sie müssen etwas, was man ihnen Freude macht. Der eine fällt in die, wie der Kletterer, der andere fährt in die Wüste Gobi und der forscht die Wüste Gobi. Der andere wird jetzt Arbeiter und versucht, als kleiner Arbeiter eben zu überleben. Und wichtig ist immer, dass man auch gute Kontakte zu Menschen hat. Ja, wenn man das Matthäus-Evangelium anschaut von Jesus, ja, und da gibt es einen guten Satz, den finde ich nicht schlecht. Da sagt er zu den Aposteln, wenn man euch nicht will in einem Haus, so schüttelt ab den Staub von euren Füßen und geht. Das finde ich gut. Das ist die ganze Kunst des Psychiaters. Wenn man nicht glücklich ist in einem Haus, dann schüttelt man den Staub ab, den ganzen Dreck und schleicht sich. So mag ich. So habe ich immer gemacht, denke ich. Verstehen? Man sagt, okay, dann kümmert sich mich nicht mehr drum aus. Man leidet ja nur. Man leidet ja nur. Jeder leidet. Und ich finde es nicht schlecht von Jesus, dass er das dem Aposteln sagt. Er sagt überhaupt ein paar wichtige Sachen. Das haben wir durchgearbeitet, das Matthäus-Evangelium. Er sagt da, ich will Altgriechisch gehen, das sage ich jetzt auf Altgriechisch. Weil ich habe zwei Hobbys, habe ich, sage ich. Ja. Radfahren und angeben. Ich tue gerne angeben. Ja. Also, wie mit so Geschichten. Da sagt Jesus auf Griechisch. Die so lesen müssen auf Altgriechisch, und sagt er, hoitelonai kai pornai pro agos in himas eis ten basileon tu du. Sagt er, das heißt, hoitelonai heißen die Zöllner, kai heißt und, he pornai heißt die Prostituierte. Tu pornai und das Bordell. Also die Zöllner und die Tiernen, basileon heißt das Königreich tu du, oh Gottes, weil die Zöllner und die Tiernen kommen vor euch in das Himmelreich Gottes, sagt Jesus zu den Langweilern. Ja, die Kanganer, die haben einfach Sympathisches an sich, die Klaren. Die bleiben Ehrenkodex auch haben, so wie die Zöllner. Und auch die Dirnen, die also viel lieben und viel geliebt haben, sagt Jesus. Die machen auch ihren Charme und ihren Sinn. Und die sind oft gescheiter und besser als diese braven Bürgersfrauen, die oft heucheln. Ich habe über Arbeit geschrieben, mir prostituiert und da habe ich nette Leute kennengelernt, so gute Damen, freundliche. Ich bin nie einlassen auf irgendwas, aber sind sie irgendwie, aber irgendwie stimmt es, dass man dem oft die kleinen Leute, die interessanter sind, die dann nicht so raufkommen, aber auch
die mutig sind, die überleben müssen. Ja, das gefällt mir eben auch. Gefällt mir. Mhm. Das ist oft sympathisch. So. Zum Gegner, dann fahre ich auch gern mit Rahl und treffe Leute wieder. Jetzt habe ich es erlebt, da, ich finde es interessant, in der Freundin auch draußen, da möchte ich einen Kontakt herstellen, ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Und so, da haben die weit draußen, stehen dort drei, vier Wohnwegen von französischen Zigeunern. Und die überwintern da anscheinend. Das würde mich auch interessieren, mit denen zu reden, ein bisschen. Ich weiß nicht, mit einem Kontakt kriege. Aber sowas interessiert mich auch, diese Fahrenden. Das fahrende Volk, das stets missachtet worden. Aber in der Wiener, im Wienerischen haben sich viele so Wörter aus dieser Kultur des fahrenden Volkes erhalten. Mhm. Zum Beispiel das Wort Beile gehen, das geht jetzt sicher für fliehen. Ich gehe Beile. Das ist ein Zigeunerwort. Es gibt ja viele Wörter, die darauf hinweisen, auf diese Kultur der Fahrenden. Ja. Vielleicht haben wir auch Vorerfahren, nicht? Aus den Roma. Ja, wahrscheinlich, ja. Das möglich. So habe ich da Geschichten erzählt. Ja. Nur das ist nicht so uninteressant, was ich das gesagt habe. Und wie könnte ein höheres Wesen ausschauen? Oder das kann man sich vorstellen. Es das heißt in der Bibel, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, aber das ist dann traurig. Dann schaut er traurig aus. Nur liebe Gott, wenn das wirklich nach dem Wesen, wir wissen es nicht. Aber er kann. Wir wissen nicht, es gibt ja mehrere Dimensionen. Hm. Nicht, wir kennen nur drei. Wir wissen nicht. Welche Religion wäre Ihnen am sympathischsten? Jede Religion ist sympathisch, die Menschen anerkennt, die versucht, Menschen zu helfen. Es gibt ja den Satz, alle Religionen sind wie Fahrstühle, alle führen zu Gott. Naja, aber es gibt Religionen, die darauf angelegt sind, andere zu erniedrigen. Das war auch die katholische Kirche lang. Was haben die gemacht mit den Frauen? Das ist widerlich. Diese Hexenverbrennungen, diese Erniedrigung der Frauen, Hinrichtungen öffentliche und so weiter. Und es gibt heute noch so Religionen, in denen es gang und gäbe ist. Aber das hat oft nichts mit dem Religionsgründer zu tun. Der Religionsgründer, das wie Jesus, der hat menschenfreundliche Vorstellungen gehabt. Das ist das Interessante an der katholischen Kirche oder der christlichen Kirche, dass da ja ein Gott gekommen ist, ein Gott, das gibt es sonst nicht, dass da Gott herkommt. Bei den Griechen, bei den alten Griechen ist das eigentlich auch gegeben. Die Götter sind zu den Menschen gekommen. Und lieben Sie die Natur? Ja, ich schon, ja, ich schon gern. Ich bin kein Botaniker, aber mir gefällt das, schon die Natur. Ich habe ein bisschen gearbeitet über den Gregor Mendel, kennst du den, diese Vererbungslehre. Das war der Sohn eines Kleinbauern, der das Bauer gern so Obst veredelt. Und der hat sich dann gespielt, der hat so den lieben Gott gespielt. Der war dann Abt in einem Kloster in Brünn, da war ich jetzt. Und dort hat er eben diese Versuche gemacht, wie der liebe Gott. Und in seinem Wappen, jeder Abt hat ein Wappen, sind drinnen, in dem Wappen sind Lilien und ein Pflug. Also die Natur. Und auch der Pflug, der Mensch ist ja das einzige Wesen, dass der Natur sich eigentlich nicht anpasst, so wie andere Wesen, Tiere, sondern die Natur sich anpasst. Das ist das Interessante am Menschen. Der Mensch schafft etwas aus der Natur. Ne? Was die anderen Wesen ja nicht machen. Die passen sich einfach an. Und das ist dem Menschen zu blöd. Er schafft was. Du hast ja Kultur, kommt davon Cholera, Boden bebauen. Das ist einer, der was aus der Natur macht. Das ist der Kulturschaffende, der was Neues schafft. Das macht das Tier ja nicht. Es gibt kein Wesen, das macht den Menschen ja das Spannende. Was eben auch wichtig ist beim Menschen, diese Vielzahl von Symbolen, die der Mensch schafft. Kleidung und Frisuren, alles Mögliche gehört dazu. Das macht den Menschen aus. Die Symbole und Rituale habe ich beim Tieren auch ein bisschen angelegt, aber nicht so wie beim Menschen. Da ist was Göttliches im Menschen vielleicht. Ja, wir wissen nichts, aber vielleicht schaffen wir was. Aber wenn Sie gute Bilder machen, gute oder irgendwas, dann schaffen Sie auch etwas. Und das hat auch vielleicht einen Ewigkeitswert, dass Sie da weiterleben. Wissen Sie, was ich meine? Da glaube ich schon. Aber man muss halt auch gelassen sein und man muss auch ein bisschen Schmäh haben. Ohne Schmäh geht gar nichts. Man muss die Leute auch freuen. Sie merken guten Schmäh. Und glauben Sie an den eigenen Willen?
Wie, ja, gibt es den eigenen Willen? Oder? Na, wir wissen es, ein bisschen was haben wir schon. Ich kann schon. Ich bin ja auch abhängig, mein Wille ist ja abhängig von irgendwelchen erlernten Sachen oder von meiner Umwelt. Nicht so einfach ist das nicht. Aber er ist da, der Mensch kann was schaffen. Nicht, aber wieder alt und depper da, der Mensch. Die moderne Gehirnforschung meint ja, wir haben keinen eigenen Willen. Also wir können unsere unsere Gedanken nicht kontrollieren. Na, das ist schon möglich, ja, das glaube ich, das widerspricht dem nicht. Aber das ist, im Rahmen dessen, was ich habe, habe ich einen Willen, kann ich einen freien Willen haben, ob es das Kuchen ist oder nicht. Oder ob ich meinem Gegner gegenüber, der deppert mir rät, ob ich einen Kugelhof aufsetze. Diesen Willen habe ich. Im begrenzten Rahmen. Aber auch da ist wieder. Ja, aber die moderne Hirnforschung sagt ja, sie können nicht jetzt kontrollieren, was sie in 2-3 Sekunden denken. Also, ja, das ist schon möglich, ja. Das macht eine höhere Macht. Das wäre das Göttliche aber dann. Auch in mir, in jedem. Das wäre das. Aber es ist interessant, dass so gerade große Wissenschaftler, die werden oft, wie soll man sagen, sehr gläubig. Vom Pasteur, nicht, auf den das Pasteurisieren zurückgeht. Das war ein ganz ein frommer Mensch. Und da ist das, wie ich gelesen habe, das ist im Zug vor der Rosenkranz gebetet, der Rosenkranz. Und da macht sich einer lustig über den und sagt, ja. Und dann stellt er sich vor mit Pasteur. Ja, dann hat der geschaut. Verstehen Sie, was ich meine? Auch ich bin ein Radlfahrer. Da habe ich auch eine gute Geschichte gelesen, dass an der Universität Tübingen, da hat der gewisse Künk gelehrt. Künk, das war berühmt, das war ein linksorientierter Priester oder Theologe. Und dann gab es noch einen. Und die beiden haben sich dadurch unterschieden, der Künk ist mit dem Alfa Romeo hingefahren und der andere ist mit dem Radl immer gekommen. Der, wie nicht, wer das war, der Papst, der Benedikt, der letzte Papst war das. Der ist mit dem Radl gekommen, der andere mit dem Alfa Romeo. Dadurch habe ich gewisse Sympathien für den Radlfahrer. Das gefällt mir, dass der mit dem Radl gefahren ist. Und mir gefällt auch der, weil durch das Rad und durch die Bewegung kriege ich eine Beziehung zu Gottheit, sage ich. Ich bin ja die ganzen Pässe durchtrennen, ich bin Badojo rauf, Sellerjoch, bin ja alles gehalt. Aber da ist aber schon so, wenn man so dieses mächtige Gebirge sieht, Südtirol, da wird man schon klein auch. Ich bin auch viel Ski gefahren und Skitouren gemacht, da wird diese Kleinheit gesehen. Und man dann plötzlich so, ich bin auch schon in einem, nicht so arg war das, aber auch in eine Lawine, habe ich losgelöst und bin mitgefahren. Das war wie auf Kugeljagd, da habe ich Angst gehabt, da habe ich keine Chance gehabt, irgendwie mich zu kontrollieren. Ich muss nur warten, bis das stehen bleibt und dass ich rauskomme. Oder habe ich auch Glück gehabt. Aber es kann schief gehen. Das aber irgendwie, das geht eh viel Leute drauf. Wenn sie zu locker mit sich umgehen, wenn sie diese Naturgewalt, die auch was Göttliches ist, wenn die überschätzen, dann schlagt er zu. Es gibt vielleicht das Böse auch, das Böse. Das Teuflische. Das ist möglich, dass es gibt. Dass irgendwie. Die Frage wollte ich stellen, ja. Dass gibt es das personifizierte Böse? Das ist, ja, ich glaube, dass das Böse auch gibt. Dass Menschen. Dass es sich in einen Menschen verlegt. Dass plötzlich Menschen böse sein können, Sadisten sein können, andere foltern können. Dämonen, die einfahren in Menschen? Möglich, ja? Wissen. Böse Dämonen? Möglich. Ich glaube, dass sowas könnte es geben. Das ist auch bei Jesus eigentlich auch solche Sachen geschildert, die dann die vertreiben. Ja, das ist möglich, aber ich bin dagegen, gegen so Teufelsaustreibungen. Das bin ich nicht, aber irgendwie ist oft die Bösartigkeit von Menschen, die sich daran delektieren, wie andere leiden, das gibt's. Das gibt es in vielen Systemen. Nicht nur bei den Nationalsozialisten, das war furchtbar, diese Beleidigung von Menschen. Denen hat das gefallen, die haben gelacht dabei. Die Folter habe ich heute noch übrig. Ja. Und Herr Gürtel, bitte. Wie. wenn es einen Gott gibt, wer hat den erschaffen? Ja, das ist ja die Frage. Die wissen nichts. Die wissen nichts. Das ist das große Rätsel. Man hat es ja nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die wissen nichts.
Die wissen gar nichts. Was war vor dem Urknall? Wenn er sagt, der Einstein, das schöne Wort, das weiß nur der Alte. Das gefällt mir, der Satz. Damit glaubt er an Gott. An irgendetwas Unendlichen, das nicht beginnt und nicht aufhört. Vielleicht können Sie wir mit unserem Gehirn das nicht vorstellen. Ja. Ja, wie können Sie das vorstellen? Gibt, ne? Ja, man gibt schon, man kann sich, wenn man ins Kleine geht, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Man kann immer teilen. Diese Idee basiert ja der Computer. Nicht? Immer das Teilen, teilen. Immer kleiner. Aber wir können uns nicht vorstellen, dass alles immer da war. Ne? Ja, aber dieses Teilen, wir können uns das andere nicht vorstellen, das immer verdoppeln, in die Ewigkeit hinaus. Das kann man nicht vorstellen. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn es in die Kleine ist, kann man sich das nur am ersten vorstellen, dass man das ewig teilen kann. Mhm. Aber hinaus ist man immer wieder nicht von 1, 2, 4 und so weiter. Aber dass die Urenergie immer da war, kann sich das menschliche Gehirn nicht vorstellen. Nein, es muss irgendwas da gewesen sein. Aber wer hat das erschaffen? Naja, der Einstein sagt das gescheite Wort. Das weiß nur der Alte. Darum sind große Wissenschaftler sehr fromm geworden. Hm. Ich habe Archäologie studiert, Urgeschichte auch. Und da war der eine Professor, ein Atheist, der dann gar nichts mehr glaubt, und der andere ist sehr, sehr gläubig geworden. Sehr gläubig. Weil er gesehen hat, ich habe keine Antwort drauf, wie plötzlich entsteht der Mensch, nicht entwickelt sich. Es dauert Millionen Jahre, bis der Mensch einmal draufkommt, dass er den Stein schleifen kann. Es dauert 5 Millionen Jahre, kann man sagen. Und dann entwickelt was. Er hat Ideen, er hat irgendwie das Göttliche in ihm. Und es mag sein, dass da ein Wesen ist, das uns da leitet. Oder der schaut und ist interessiert daran, was da rauskommt. Aus dem Ganzen. Ja. Die Entwicklung. Das ist etwas Faszinierendes, wenn man in den Weltraum schaut und wir finden keinen zweiten Planeten, der so ist wie die Erde. Wir finden es nicht. Das ist das Einmalige. Das macht staunend. Und dann sagt der Kant, das sind zwei Sachen, die ihn zum Staunen erregen. Das Weltall, die Unendlichkeit des Weltalls und auch das innere Gesetz, das in jedem ist. Nicht wie wir auch, nur wir entwickeln uns hoffentlich zur Güte, zur Großzügigkeit. Das ist wichtig, andere Menschen zu akzeptieren. Das hat uns ja Christus ja versucht zu zeigen. Da gibt es aber auch Heilige, die in dieser Tradition sind und die auch was Göttliches in sich haben, wie zum Beispiel der Franz von Assisi. Also nicht, der imponiert mir auch, bin mir egal zu dem. Mit der ja auch eben so eine kindliche Gläubigkeit hatte. Lasche, wenn man das hat. Der hat sich da einen berühmten Film gegeben, war der von Fellini oder von wem, weiß ich nicht, von wem der war. Da sieht man den Franz von Assisi, wird gezeigt, wie es zum Papst geht. Die Kardinäle sitzen herum. Und der sagt ihm da so Geschichten, wie ich es erzähle, sagt ihm so Geschichten. Und dann die Kardinäle regen sich auf und schimpfen über den. Mir gegangen ist, der Franz von Assisi. Aber der Papst der hat nicht geschimpft, hat nichts gesagt, ist nur dort gesessen. Und dann sagen die Kardinäle, Eure Heiligkeit, was sagen Sie zu dem Herrn da? Der hat sich furchtbar aufgeführt. Was der da erzählt hat, furchtbar. Dann sagt er, nein, das war nicht furchtbar. Das, was der erzählt hat, das war das Matthäus-Evangelium. Sie hat einfach das zitiert. Und die Kardinäle kannten das nicht einmal. Aber der Papst hat das gut gekannt. Und er hat gesagt, eigentlich, das, was der gesagt hat, ist das, was eigentlich das Wichtigste der Religion ausmacht. Die Anerkennung des anderen. Aber auch die Freude an der Schöpfung. Das heißt, in Matthäus Evangelium, eben dass Gott so, also die Blumen erschaffen hat und welche Schönheit drinnen liegt. Das kann ein Mensch gar nicht nachmachen. Stimmt's nicht? Ja. Heißt ja. Der Franz von Assisi, der sagt das. Na gut, dann passt das eh, nicht?